Danke, wir sind immer hier gerne zu Gast. Meine Damen und Herren, liebe Freunde von Convoco. Wie kann man in ungewissen Zeiten zu wertvollen und strategisch richtigen Entscheidungen kommen? Ist es besser, eine Entscheidung gut reflektiert auf der Basis von vielleicht 75% Kenntnis zu treffen? Oder ist eine schnelle Bauchentscheidung zu bevorzugen und damit die Intuition? Für Jahrhunderte wurde die Ratio betont. Nun könnte der Ruf lauten, zurück zur Emotion. Untersuchungen haben ergeben, dass das bewusst reflektierende Denken mit steigender Komplexität der Aufgaben unzuverlässiger wird, wohingegen Entscheidungen des Bauchhirns richtiger ausfallen. In Zeiten der Ungewissheit ist Intuition gefragt und gefordert. Denn unabhängig davon, was man bevorzugt, die rationale Entscheidung oder die Bauchentscheidung, in Zeiten der Ungewissheit und Volatilität ist eine Urteilskraft notwendig, die sich nicht nur auf Tatsachen berufen kann. Der heute handelnde Mensch ist aufgerufen, sich auf seine Intuition zu besinnen. Was ist darunter zu verstehen? Wie wird Intuition definiert? Wie entsteht Intuition, also Bauchgefühl, das durch das Bauchhirn produzierte Urteil? Der Psychologe Gerd Gigerenzer spricht von schnellem, gefühltem Wissen. Intuition ist für ihn eine Form unbewusster Intelligenz. Nach seiner Ansicht liegen ihr viel Erfahrung und unbewusste Faustregeln zugrunde. Wissenschaftlich Heuristiken genannt. Heuristik ist die Kunst, sich das auf Wesentliche zu konzentrieren. Es ist die Vereinfachung, das Herunterbrechen der Komplexität. Dies geschieht dadurch, dass Information ignoriert wird bzw. mentale Abkürzungen genommen werden. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio definiert Bauchgefühl davon abweichend. Der unterbewusste Teil des Gehirns gleicht negative und positive Emotionen ab, die es mit einer Entscheidung verbindet. Dann leitet er das Ergebnis über unseren Körper an unser Bewusstsein. Das ist Bauchgefühl. In Minuten werden alle guten und schlechten Assoziationen abgefragt. Bei komplexen Entscheidungen betreten wir den Speicher unendlicher, unbewusster Erinnerungen. Jede dieser Erinnerungen ist mit einer Emotion verbunden. Unabhängig davon, wie wir Bauchgefühl definieren, psychologisch oder neurowissenschaftlich. Fest steht, intuitiv zu entscheiden, ist nicht leicht in einer Gesellschaft, die nicht erst seit Kant auf den Verstand setzt. Man muss es sich trauen. Denn wie begründet man eine Bauchentscheidung? Wie rechtfertigt man sie? Ohne Begründung fehlt es scheinbar an der Legitimation. Diese aber wird gebraucht in einer Gesellschaft, die von Rationalität geprägt ist. Andernfalls ist eine Entscheidung angreifbar und im Falle des Scheiterns fällt eine Rechtfertigung und eine Entlastung schwer. Das steht vor allem im Wirtschaftsleben einer intuitiven Entscheidung entgegen. So ist die Frage, ob das Haftungsprivileg des Paragraphen 93 Aktiengesetz einsetzt, wenn Vorstände intuitiv entscheiden. 93 Aktiengesetz sieht vor, dass der Vorstand nur dann nicht für die Konsequenzen seiner Entscheidung haftet, wenn er die Entscheidungen aufgrund von angemessenen Informationen getroffen hat. Ob diese Voraussetzung bei intuitiven Entscheidungen erfüllt ist, wird bestritten. Denn intuitive Entscheidungen sind zwischenmenschlich nicht nachvollziehbar. Abschließend kann man nur sagen, es gehört Mut dazu, sich zu einer Bauchentscheidung zu bekennen. Wir sollten uns aber bewusst sein, bei allen Entscheidungen,
auch denen, die wir als rational einstufen, ist die Emotion im Spiel. Der Mensch wird immer von dem emotionalen Inhalt der Informationen beeinflusst. Selbst dann, wenn Fakten auf dem Tisch liegen, die eine logische Entscheidung vorgeben. Das ist das berühmte Rechnen mit der Normativität des Kontrafaktischen. Seit der Aufklärung ist anerkannt, dass die Unvernunft handlungsleitend ist. Vernünftig ist es daher, mit der Unvernunft zu rechnen. Wie groß die emotionale Beeinflussung ist, zeigt auch folgendes Bild des amerikanischen Evolutionspsychologen Jonathan Haidt. Der Verstand ist zweigeteilt. Wie ein dienender Reiter auf einem Elefanten sitzt die Ratio auf dem Unbewussten. Die Ratio macht dabei nur 1% unseres Denkprozesses aus. Erschwerend für unser rationales Handeln kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Langfristige Erfolgschancen werden zugunsten von kurzfristigen Gewinnchancen nicht beachtet. Bedingt durch die Evolution bevorzugt das menschliche Gehirn immer die zeitlich naheliegende Belohnung. Lassen Sie es mich anhand eines Beispiels erklären. Studenten haben die Wahl, entweder heute 10 Euro oder morgen garantiert 11 Euro zu erhalten. Wie entscheidet sich die Mehrheit? Die Mehrheit entscheidet sich für 10 Euro heute. Der Einzelne muss versuchen, diesen automatischen Entscheidungsmechanismus auszuschalten. Gelingen kann das nur durch die Schaffung starker positiver Emotionen wie Hoffnung und Vertrauen. Und das ist auch die Aufgabe guter Führung. Sie sollte Perspektiven schaffen, Menschen überzeugen und mit Vision und Passion vorangehen, um die Brücke zu weiter entfernt liegenden Erfolgen zu schlagen. Für jede Bauchentscheidung gilt: Wenn wir intuitiv entscheiden, dann ist es essentiell, aus Überzeugung zu handeln. Es ist wichtig, einem Plan zu folgen. Unerlässlich ist es, eine Strategie zu haben. Ohne diese fehlt es an der Orientierung. Und ohne diese fehlt es an dem Rechnen mit den Scheitern. Das ist aber Grundvoraussetzung jeglichen erfolgreichen Handelns und Entscheidens. Nur der Unkluge rechnet nicht damit, dass es schiefgehen kann. Meine Damen und Herren, liebe Freunde von Convoco, ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Lecture. Herr Professor Giga-Renzer wird sprechen über Risiko. Wie trifft man gute Entscheidungen in ungewissen Zeiten? Anschließend diskutieren wir mit Herrn René Obermann und Herrn Dr. Heinrich Weiß über Entscheidungen in ungewissen Zeiten. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Giga-Renzer. Thank you.